Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Ey, kannst du mal beim Schneiden die Musik ein bisschen leiser machen? Widerlich, oder? So, mal ein bisschen leiser. Danke. So, sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute noch nicht so weit kochen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dieses Mal wollen wir Nudeln machen. Und zwar wollen wir die Nudeln, so eine große Nudel wie diese hier, die wollen wir heute kochen. Das ist eine 12-Minuten-Nudel. Die kochen wir nur so 7,5-8 Minuten und dann wollen wir die braten. Dafür tue ich jetzt erstmal die Nudel hier in mein Wasser. Ihr guckt euch den Jingle an und dann geht's gleich weiter. So, während meine Nudeln jetzt am Kochen sind, werde ich jetzt als erstes mal eben eine rote Zwiebel klein schneiden. Meine rote Zwiebel habe ich jetzt klein geschnitten. Jetzt schneide ich mir mal eben schnell meine Chili runter. Mach die wieder ein bisschen kleiner wie immer, damit nicht so dicke Chili-Lappen nachher da im Essen hängen. Ich glaube aber, ich werde nachher ein bisschen mit Zucker arbeiten müssen, weil diese Chilis, die wir hier haben, die sind gerade, ist wohl eine neue Ernte oder so, die sind sowas von scharf, die Dinger. So, Pfanne ist auf dem Herd. Ich mache da jetzt mal ein bisschen Olivenöl hinein. So, mein Olivenöl ist heiß. Ich tue da jetzt ein bisschen was an Hack hinein. Könnte man auch veganes Hack für nehmen, dann wäre unser Essen komplett vegan. Zu meinem Hack kommt jetzt meine Zwiebel und meine Chili dazu. Ich brate das jetzt hier nur an, dann kommt das gleich in eine Schale und dann geht das hier gleich mit den Nudeln weiter, wenn die soweit sind. Die Nudeln sind jetzt 8 Minuten gekocht. Ich tue die jetzt hier durch meinen Durchschlag und gieße die ab, damit die jetzt nicht weiter in meinem Topf garen. Hängen die mal kurz zum Abtrocknen hier rein. Meine kleine Heulboje an Herd ist wieder an. Ich tue in meine Pfanne wieder ein bisschen Olivenöl hinein. Das muss jetzt heiß werden und dann kommen da meine Nudeln rein. Olivenöl ist heiß und die Nudeln kommen hinein. Die müssen schön angebraten werden, so wie die hier. Schatz, kann man das sehen? Ja. Super. So müssen die schön angebraten werden und dann tun wir gleich das Hack und die Zwiebeln dazu, die wir gerade hier in meine Schale gepackt hatten und vorher angebraten haben. So, mein Hack und die Zwiebeln kommen dazu. Schön vermengen. So, noch einmal zum letzten Mal schön umgerührt. Meine Nudeln sind so ein bisschen angebraten, haben ein bisschen Röstaromen entwickelt. Mein Hack ist durch, die Zwiebel und Chili ist mit Sicherheit auch schön präsent. Dann werden wir das Ganze jetzt mit einem bisschen Rotwein ablöschen. Ein schöner Schluck Rotwein da hinein. Jetzt kommt da schön stückige Tomate drauf. Mmh, das sieht schon richtig gut aus. Das rühren wir jetzt nochmal schön unter. Das riecht auch gut. Ja. Schön Pfeffer da noch oben drauf, während hier unsere Soße am Runterreduzieren ist. Und ein bisschen Salz brauchen wir natürlich auch. Ist jetzt ein bisschen doll mit dem Chili geworden bei uns, hatte ich ja eben schon angekündigt. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Zucker oben drüber. Ich habe hier noch so ein Kombi-Gewürz. Da ist ganz viel Paprika, Thymian und so drin. Das tue ich da jetzt noch oben drüber. Und dann sind wir eigentlich auch gleich durch. Meine Nudeln sind jetzt al dente. Die Soße ist schön eingedickt. Für mich ein Zeichen, dass wir jetzt fertig sind. Ich muss noch einmal schnell meine Petersilie runterschneiden, die ich noch schnell hier zum Schluss reintun will. Und dann können wir gleich auffüllen und servieren. So, ich ziehe da jetzt noch ein bisschen Petersilie drunter, frische, klein gehackte, und dann werden wir auffüllen und servieren.
eine schöne Portion von unseren Nudeln. Schön mit Soße dabei. Und ein paar Nudeln dazu. Schatzi, ist das genug oder möchtest du mehr? Ja, ein bisschen. Sehr gut. Das war's schon. Unser schnelles Nudelgericht, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, den muss ich mir wirklich gleich erstmal ausdenken. Ihr habt es ja gesehen, ist super einfach und wirklich sehr, sehr schmackhaft zu machen. Kann man auch mal eben schnell abends machen, wenn man rausgekommen ist. Klack, klack. Also ich habe jetzt maximal Viertelstunde, 20 Minuten. Länger haben wir im Grunde dafür nicht gebraucht. Während die Nudeln kochen, kann man hier mal eben schnell alles vorbereiten und dann ist das ja alles nur noch super schnell gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Als Ankündigung, also wirklich jetzt als nächstes oder übernächstes Video kommt dann von uns das Sous-Vide-Garn. Da werde ich ein Unboxing für einen Sous-Vide-Stick machen und halt auch drei Sachen mit dem Sous-Vide-Stick, zwei bis drei Sachen mit dem Sous-Vide-Stick dann auch garen und euch zeigen, wie wir das machen. Dann kommt in Zukunft auch noch ein Video, wo ich euch unsere Espresso-Siebträgermaschine zeigen werde und auch ein Unboxing von meiner neuen Mühle, die ich mir gegönnt habe. Auf meinem Nebenchannel werde ich jetzt demnächst noch ein Video veröffentlichen, wo es um einen Mini-Travel-Router geht, den man halt als VPN-Router benutzen kann, damit man halt auch wirklich sicher im Hotel unterwegs ist oder halt auch, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist und nicht zwei teure Internetpakete kaufen braucht, sondern nur noch eins. Und beide sind unterwegs schön im Internet. So, das war genug von meinem Gelaber. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen, Glocke, abonnieren bitte nicht vergessen und sagen Tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Mal ein neues Video veröffentlichen. Bis dann, ciao, ciao.